Guten Tag. Heute geht es weiter mit Akt 2 von Blut, Eisen und Stahl, Zusammenkunft. Und ich würde einmal sagen, ich starte das Spiel. In der Mitte des 18. Jahrhunderts wurden in der neuen Welt viele aufstrebende Kolonien gegründet. Doch die europäischen Konflikte sollten in der neuen Welt bald ihren Siedepunkt erreichen. Ja, logisch. Fortfahren. Jeder sagt, dass Morgans Enkel John Black immer mehr Feinde als Freunde hatte. Ein Mann jedoch, ein Mohawk namens Canyon Kay, stand ihm immer bei, obwohl die beiden eine freundschaftliche Rivalität verband. Zu langsam, John Black. Früher warst du schneller. Deine Augen waren schon mal besser. Dein Pfeil verfehlte das Ziel. Meine Kugel hat ihn zur Strecke gebracht. Nur noch wenige Meilen bis Brunswick, Männer. Der Weg war lang und hart. Und ihr habt deine Mahlzeit verdient. Das ist Zeitverschwendung. Dein Onkel sieht einen Schatten im Dickicht und ruft nach Hilfe. Stuart ist kein Anführer vom Kaliber meines Großvaters Morgan. Aber wenn er glaubt, die Kolonie sei in Gefahr, dann glaube ich ihm. Warum sollten die Cherokee angreifen? Brunswick ist weit von ihrem Gebiet entfernt. Wer weiß. Die Siedler dürfen kein Risiko eingehen. Und solange sie unsere Taschen füllen, sind ihre Interessen auch die meinen. John, Gott sei Dank bist du hier. Onkel, was ist hier geschehen? Wo sind die Soldaten? Nur diese paar Männer sind übrig. Die anderen fielen beim letzten Angriff und die Cherokee haben fast alle Überlebenden mitgenommen. Weitere Krieger sind unterwegs. Weniger als eine Meile entfernt. Ich kann sie hören. Verstärkt die Palisaden und öffnet das Arsenal. Jeder Siedler, der eine Muskete halten kann, auf die Welle. Hey, wir müssen wohl das Dorf verteidigen und die Bewohner. Verteidigung der Kolonie. Noch eine Welle von Cherokee-Kriegern. Greift eure Büchsen und verteidigt die Welle! Ja. So, die Türme würde ich mir aber gerne behalten, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte sogar einen Hund dabei, wow. Ich verstehe das nicht. Die Cherokee waren immer friedliche Nachbarn. Warum greifen sie an? Irgendwie sind sie gar nicht mehr friedlich. Bereitet die Verteidigung vor. Wir müssen die Cherokee in Schach halten, bis Verstärkung eintrifft. Ah ja. Soll der Bimbo zur Verteidigung bleiben? Dann nehmen wir einen mit. Der auch noch hier und... Kann der überhaupt kämpfen? Bildet einige Siedler aus. Wir brauchen Rohstoffe, um diese Siedlung zu halten. Naja, komm. Hier. Das schicke ich aber hier hinüber, weil sonst kenne ich mich gar nichts mehr aus. Uiuiui, ui, schön. Na dann. Yes. Jetzt stehen wir da und schauen blöd und reparieren. Und entwickeln natürlich auch weiter. Ganz logisch, können wir eigentlich gleich. Jawohl. Was brauchen wir? Wir haben gar keinen Goldsammler. Nur das Gold werden wir leider brauchen. Und was holen wir uns? Nee, das kann ich sowieso noch nicht holen. Ich glaube, da waren noch Siedler. Und hier. Die Cherokee greifen dieses Dorf an. Wir müssen ihnen helfen. Na dann. Hinüber mit uns! Mehr Truppen habe ich momentan leider nicht zur Verfügung. Gibt es hier denn kein Arsenal? Ja, ja! Bin ich schon am Weg. Habe ich gar keine Holzhacke? Was ist das für eine schwache Siedlung? Komm, Holzhacken. Yes.
Das sind ein bisschen viele. Oh, danke, Patake. Na, der arme Hund. Rücken vor und Schuss. Ja, nicht den See. Naja, zur Sicherheit vielleicht. Noch ein paar rüberschicken. Aber unsere Männer sind wohl doch um einiges stärker. Kann ich die eigentlich noch. Geht hier Zeitalter 4, ja, oder? Hm, auch nicht schlecht. Ready. Wir werden trotzdem mehr Gold brauchen und vor allem das hier. Ah, auch nicht schlecht. Okay. Diesen Holzhacken einfach und basta. Beziehungsweise eine kann. Na, okay. Foster. Yes. Na dann, marschieren wir zurück. Und, aha. Le Bardier. Blinker. Sind wir noch immer noch am liebsten. I'm ready. I'll attack. Und dazu noch ein paar Armbrustschützen. Einfach nur aus Gaude. Und hier, was machen wir hier? Einmal. Der will ich nachher gleich mal raushauen. Zweimal. Musketiere und Ulane. Noch eine Welle von Cherokee-Kriegern. Yes. Ah. Commander Mund. Na dann. Wieso nicht? Kommt in der Gefalle an. Warte, ich steh da rum und tu nix. Komm. Ich weiß zwar nicht, wie jetzt die Armbrustschützen uns hier helfen, aber hier haben wir noch ein bisschen was bekommen. Die sollen verteidigen. Ja, kann sicherlich nicht schaden, die weiterzuentwickeln. Helft uns! Ja, wie denn? Muss doch mal weiter verteidigen. Noch mehr Siedler! Bringt sie in die Siedlung! Die Cherokee sind direkt hinter uns! Sie werden uns töten! Nein. Die Wall. Bereit? Bringt alle in die Kolonie! Verstanden. Schnell! Angriff! Was mache ich mit den Pferden? Ah, scheiße. What is your command? I'll do it. Hier gibt's wohl doch etwas mehr. Alter, wo rettet sie hin? In den Kampf. Ja, ich werde mir Rohstoffe brauchen. Die Siedler müssen mit uns zusammenkämpfen. Gebt ihnen Waffen. Sie sind nun Milizen. Sie sind nun Milizen. Kanonen? Wie kommt die Cherokee an Kanonen? Gute Frage. Ah, die werden sie nicht mehr lange haben. I'm ready. Natürlich will ich dafür sorgen, dass sie nicht lange haben werden. Wir müssen die Kanone zerstören. Noch eine Welle von Cherokee-Kriegern. Okay. Sollte ich vielleicht noch einen Stall dazu bauen? Ich glaube, das könnte nicht schaden. Komm, ich mach mir Gold. Hier, so.
und bombt sie weg. What is your command? Right. So, ich glaube, zum Weiterentwickeln werde ich. Das ist ein Eisdick. So. Jetzt aber. Helft uns! Bereit? Ach Gott, ja, komm. Noch mehr Siedler. Bringt sie in die Siedlung. Dann helfen wir ihnen halt. Jawohl. Verstanden. Jawohl. Verstanden. Hier ist ja gar keiner. Angriff. Ja. Yes. In dem Fall sind die anderen Siedler neue Soldaten. Die Cherokee sind direkt hinter uns! Sie werden uns töten! Naja. Bringt alle in die Kolonie! Schnell! Naja. Eure Siedler müssen mit uns zusammenkämpfen. Gebt ihnen Waffen. Ja, schon klar. Aha. Kriegswegen. Nee, komm. Zahlt sich was mehr aus. So. Yes? Noch eine Welle von Cherokee-Kriegern. Ja, die sind lästig. Und in einem Turm muss ich noch reparieren. Okay. Ready. Goldmäßig. Achso. Haben die hier wohl einen Marktplatz? Nee. Das Dorf ist aber auch doch hier. Das ist aber auch eindeutig zu klein. Commandement? Aber ganz ehrlich. Hier ist so hier eine Plantage. Der soll auch gleich mitbauen. Dadurch bekommen wir mehr Gold. Und die Pferde sind ja gut gegen die schweren Kanonen. Noch mehr Siedler. Bringt sie in die Siedlung. Ja, haha. Wie denn? Sie werden uns töten! Bringt alle in die Kolonie. Schnell! Avanze! So. Ein Pferd. Was will der eigentlich auch Gold? Naja, komm. Yes, I win. Yes, avant! Leon! Kommt weg mit denen. Eure Siedler müssen mit uns zusammenkämpfen. Gebt ihnen Waffen. Sie sind nun Milizen. Super. Da werden sie gerettet und dürfen sie mitkämpfen. Das ist ja wieder. Ja, super geil. Yes, Leo! Ready, avons! Ready. So. Wir dürfen auch ruhig kämpfen. Wie viel. Achso, na dann. Ein Pferd. Jawohl. Na komm. Leon. Man kann zu den Armbrustschützen sagen, was man will, aber sie sind trotzdem billig. Nee, nicht die. Die. Ich brauch trotzdem mehr Gold. Na komm, mach ich noch 5 davon. Yes! Yes! I wiss! Okay. Yes! Yes! Leon! Hier geht es echt rein um die Verteidigung. So, tala! Naja, hier brauche ich momentan einmal gar nichts. Heil? Ah! Pokerstein. Helft uns!
Wenn ihr weniger schreit, dann helfe ich euch. Das hört ja keine Ohr aus. Bringt sie. Wo bleibt die Verstärkung, John? Die Verstärkung ist fast hier. Yes? Wo sollen hier dann Cherokee sein? Ich lasse sie einfach mal hier stehen. So, nebenbei was trinken. Okay. Das könnte böse ausgehen. Könnte. Ganz ehrlich, ich mache alles zur Verteidigung, die was ich kriege. Die sind direkt hinter uns! Jo, Stress nicht! Bringt alle in die Kolonie, schnell! So. Eure Siedler müssen mit uns zusammenkämpfen. Gebt ihnen Waffen. Sie sind nun Milizen. I'm ready. I'll do it. Den tue ich, glaube ich, rein, weil ich glaube, sobald der tot ist, ist ja alles vorbei. Okay. Die auch noch dazu. Die speziellen Armbrustschützen. Geht sich da noch? Ganz ehrlich, es zahlt sich einfach nicht aus sonst. So. Ein paar Kriegswegen. Wieso auf mich? Ja, der ist bald noch down. Naja, gut. Ah! Hilft uns! Da kannst du mir mal schlecken. Noch mehr Siedler. Bringt sie in die Siedlung. Die Cherokee sind direkt hinter uns! Oh, wer ist das so, Mann? Bringt alle in die Kolonie. Schnell! Ja, gut. Komm, mein Hund da wird sich aber noch rausgehen. Oder ja auch nicht. Ja. Eure Siedler müssen mit uns zusammenkämpfen. Gebt ihnen Waffen. Sie sind nun Milizen. Komm, weg mit der Kanone. Weg mit der Kanone. Verstärkung ist eingetroffen. Die Cherokee ziehen sich zurück. War es das jetzt? Oder? Okay. Neue Karten. Haben wir hier was zur Verfügung? So, warte mal, zuerst einmal. Nicht nur neue Karten jetzt auswählen und nicht das Deck bearbeiten. Ach Gott. Da mache ich aber, was mache ich denn? Die werde ich später brauchen. Und die hier auch und die hier auch. Wenn ich schon dabei bin. Hier. Und hier und hier. Die Würde von John Blake. Ja komm, das interessiert doch keine Sau. Hier, das hätte ich gerne. Hier noch was? Nee. Na komm, ein Planwagen. So, damit, das passt eigentlich genau, eine Folge, eine Mission. Na dann, war's das wieder mit dieser Folge und somit, tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann geht es weiter mit John Black und seinem komischen Indianerfreund da. Also, tschüss, baba.